und wir schauen heute eine animierte Geschichte, die ein Banger wird. Ein absoluter Banger. Ich weiß, wir haben die früher oft geschaut. Ich habe dann irgendwann aufgehört damit, weil die sich halt alle wiederholt haben. Es ging immer darum, dass irgendwie die eine viel hübscher ist als die andere. Und es waren immer nur Titel wie, oh mein Gott, ich bin in Wahrheit so hübsch, alle lieben mich. Oh mein Gott, ich bin das hübscheste Mädchen in der Schule. 500 Millionäre wollen mit mir zusammen sein. Oh mein Gott, mein Freund ist der hübscheste Freund und auch reich. Ich meine, Kinderkram, okay? Wollen wir nicht. Interessiert uns nicht. Wisst ihr, was wir wollen? Wisst ihr, was uns interessiert? Mir wurde neulich eins angezeigt. Und ich habe extra gewartet, um es mit euch zu schauen. Meine Schwester ist gefährlich. Ich wünschte... Jetzt haltet euch fest. Schnallt euch an. Ich wünschte, sie wäre stattdessen ein Fahrrad. Aha. Aha. Let's go. Meine Schwester Juliet und ich wurden als Kinder wahnsinnig reicher Eltern geboren. Okay. Mit einer Villa am See. Obwohl Juliet und ich Zwillinge waren, schienen die Leute immer mehr Komplimente für meine hübsche Schwester mit blonden Locken und blauen Augen zu machen. Ach Mann. Seht euch das schöne Kind an. Auch wieder das Gleiche. Natürlich, unsere beiden Töchter sind bezaubernd. Ach, sehen wir sie rüber ist von dir? Das hätte ich nicht gedacht. Siehst du, was ich meine? Das änderte sich auch nicht, als wir erwachsen wurden. Mit der Zeit fiel es auch Juliet auf und sie wurde extrem wettbewerbsfähig, vor allem wenn es ums Tanzen ging. Prisma bewegt sich so bezaubernd, sie wird uns eines Tages stolz machen. Was? Sie tanzt wie ein Frosch, der seinen Furz unterdrückt. Wie könnt ihr blind sein? Ich gebe zu, dass Juliet besser war als ich. Aber ich war nicht so schlecht und alle, einschließlich meine Eltern, schienen mir zuzustimmen. Aber jedes Mal, wenn sie mich lobten, brannte Juliets Hintern. Nicht, dass es mir etwas aus... Okay, ganz kurz. Ich glaube, die haben das bisschen verhauen mit der Animation, weil die Blonde soll ja eigentlich Juliet sein. Die Schwester ist ja die Blonde und die ist ja Juliet. Aber so wie sie es gerade darstellen, ist die braunhaarige Juliet und die blonde Prisma. Aber ich glaube, ignoriert einfach so ein bisschen die Haarfarben, die ihr hier seht. Ich glaube, die Namen sind die richtigen. Okay, nur kleiner Disclaimer. Und falls ich falsch liege, dann... Nun, dann ist es so. Dann kann man nichts machen. Es kann natürlich immer passieren. Ausmachte. Ich liebte die Aufmerksamkeit. In den nächsten Jahren entfernten sich Juliet und ich immer weiter voneinander. Mhm. Sie fing an zu tanzen und ich verliebte mich in das Schreiben. Alles lief gut, bis Vater eines Tages sein ganzes Geld mit Aktien verlor. Nein! Und wir unser Anwesen verkaufen mussten. Oh mein Gott, was? Nein, Vater verliert das ganze Geld mit Aktien. Oh mein Gott, imagine. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Du bist so reich, du wohnst in einem Villa-Haus, keine Ahnung, Anwesen mit Pool. Und dann verliert dein Vater alles, weil er in Aktien reingegambelt hat in irgendwelche. Oh mein Gott. Unlucky. Das ist hart, das ist hart. Ich wünschte, der Vater wäre ein Fahrrad, sage ich euch ehrlich. Winzige Wohnung zu ziehen. Das Schlimmste war, dass ich mir immer ein Zimmer mit Julia teilen musste. Ernsthaft, Mom, ich brauche meine Privatsphäre. Oh mein Gott. Es ist nur für eine Nacht. Morgen früh kaufen wir eine Matratze und Juliet kann im Wohnzimmer schlafen. Auf keinen Fall. Ich brauche auch mein eigenes Zimmer, wenn sie eins bekommt. Ja, das ist ein bisschen unfair, sage ich euch. Wie ist das? Das ist ja nicht cool. Du kannst ja nicht sagen, die eine Schwester schläft auf einer Matratze auf dem Boden im Wohnzimmer und die andere kriegt ein eigenes Zimmer. Hä? Huh? Nee. Mm-mm. Minus 10 Parenting. Bin ich so dramatisch. Bevor Juliet weiter argumentieren konnte, ging Mom weg. Juliet wälzte sich wütend hin und her, aber schließlich schlief sie ein und ich auch. Ein paar Stunden später wachte ich auf. Oh, ich kann nicht glauben, dass du das immer noch machst. Ich war entsetzt, als ich feststellte, dass das Bett nass war. Was? Oh mein Gott, ihre Schwester hat ins Bett gepinkelt. Wie alt sind die? Wie alt sind die? Ich verstehe es langsam. Ich meine, noch ist sie nicht gefährlich. Ich bin gespannt, was passiert, wenn die Schwester wirklich gefährlich wird. Wisst ihr, was ich meine? Aber uncool. Ich hatte die sehen halt aus wie Teenager. Bei der ich unter Stress manchmal die Kontrolle über meine Blase verlor. Das war mein Geheimnis. Und jetzt wusste es Julia. Halt die Julia! Wer ist denn Julia, Leute? Also ist ja schlimm genug, dass ihr die Blonde und die Braunhaarige die ganze Zeit vertauscht. Ist okay, ich versuche... die Story zu ignorieren, die ich hier sehe. Ich versuche nur auf die Namen zu hören. Aber Julia? Nein, es gibt keine Julia. Stopp. Klappe, Juliet. Keine große Sache. Wer hätte gedacht, dass Miss Perfect Windeln braucht? Es ist eine große Sache. Also, du wirst tun, was ich sage, wenn du nicht willst, dass es jemand erfährt. Du bist ein furchtbarer Mensch. Okay. Ach, was du nicht sagst. Ich habe hart dran gearbeitet, so schrecklich zu sein. Danke. Zum ersten Mal seit Jahren darf ich dich dominieren. Ich gab das Zimmer auf und Julia versprach, es niemandem zu sagen. Und es war...
Das ist völlig egal, die bleiben jetzt einfach bei Julia. Na gut, okay. Julia. Schwer, ihr zu vertrauen. An unserem ersten ja, Tag... Ja, ach! Es war manchmal... Ja, das hat es wirklich schwer gemacht für mich, ihr zu vertrauen. Meanwhile, die Schwester... Ja, ich bin richtig böse und ich arbeite seit Jahren dran, böse zu sein. In der neuen Schule spürte ich Juliet und wie alle Augen auf uns gerichtet waren, als wir die Schule betraten. Ich hörte, wie ein paar Kinder über Markenklamotten und Taschen tuschelten. Sieh sie dir an, alle eklig. Sag so etwas nicht, das ist das Beste, was Mama und Papa tun konnten. Du musst jetzt nicht in den Hintern kriechen. Sie sind nicht da, um dich zu hören und dir auf die Schulter zu klopfen. Wie auch immer, ich bin weg. Viel okay. Glück mit dem Drecksloch. Och, so eine Göre. Gott sei Dank... Ist sie einfach aus der Schule ausgetreten? Scheint waren wir so. In verschiedenen Klassenzimmern. Nee. Aber es stimmte, diese Schule war nicht halb so schick wie meine Privatschule in Malibu. Die Kinder waren laut und gemein und den Lehrern war das egal. Ich vermisste mein altes Leben. Ach, ich glaube, Gott hatte gute Laune. Denn am nächsten Tag überbrachte Juliet uns die beste Nachricht der Woche. Ich habe für die Tänzerin in Superstars Karens nächsten Film vorgesprochen. Oh mein Gott, Karen altert nicht. Ich sollte mir die Nummer von ihrem Arzt geben lassen. Ich weiß, ich bin super hübsch, aber ich könnte noch hübscher sein, also warum nicht? Oh, geht's gerade? I'm sorry. Was? Also, okay, sie hat für eine Rolle vorgesprochen. In einem Film, so wie ich das verstehe. In einem Tanzfilm. Aber warum? Na gut, mach, tu, was du willst, Mädel, mach. Cool, du hast es total verdient. Hör auf, dich zu verstellen. Ich weiß, dass du innerlich brennst. Mach dich bereit, mich um Autogramme zu bitten. Oh je, entspann dich. Sei nicht so übermütig, okay? Niemand ist so gut wie ich. Die Rolle habe ich in der Tasche. Wie auch immer, ich muss üben. Ich freute mich wirklich für sie, aber ich wünschte mir, dass auch etwas für mich herausspringen würde. Vor allem, nachdem ich gesehen hatte, wie sehr sich Mom um Juliet bemühte. Das machte mich eifersüchtig. Juliet- okay, Prediction Time. Sie wird sich auf die gleiche Rolle bewerben, oder nicht? Ich meine, Juliet hat sich jetzt ja gerade erst beworben. Blondie kann sich ja dann auch bewerben, oder nicht? Das Vorsprechen war in einer Woche und Mom beschloss, dass es eine gute Idee wäre, mitzukommen, um sie anzufeuern, trotz Proteste. Das Set war riesig und ich fühlte mich wie im Fernsehen. In diesem Moment kam Karen rein und alle verstummten. Sie sah noch besser aus als in den Filmen. Karen ist der Star, okay? Karen ist der wahre Star der Show. Normalerweise ist immer der Hauptcharakter der Star der Show und sie sagen, oh mein Gott, Mädel so hübsch, wow, wow. Aber Karen ist es, okay? Wunderschönste Frau auf der Welt, die jemals geboren wurde. Okay, lass uns anfangen. Warten Sie einen Moment. Wer ist sie? Ich war so vertieft in die Bewunderung, dass ich gar nicht merkte, dass ich mitten in der Szene stand. Oh, es tut mir leid. Ich wollte nur... Nein, nein, geh zurück. Könntest du für mich tanzen? Oh, dafür bin ich eigentlich nicht hier. Versuch's einfach, bitte. Sie gab mir ein Zeichen, dass die Musik beginnen sollte und ich tat, was sie sagte. Zu meiner Überraschung genoss ich die Aufmerksamkeit und die Kamera machte mich nicht nervös. Okay, ich werde dir ein Angebot machen. 1 Million... Blondie kriegt den Job. Und ich habe es schon gehört, Blondie kriegt 1 Million Euro für eine Rolle in dem Tanzfilm. $1 Million und du unterschreibst hier sofort. Aber ich habe so wenig mit Tanzen zu tun und meine Schwester ist viel besser. Sie sollten ihr eine Chance geben. Ich weiß nicht, wer deine Schwester ist, aber niemand hier ist so hübsch wie du. Die sind Zwillinge! Es wurde am Anfang gesagt, dass sie Zwillinge sind. Ich meine, vielleicht, wahrscheinlich, wenn sie andere Haarfarben haben, sind sie zweijährige Zwillinge und sehen nicht aus wie die anderen. Aber ich dachte, sie sind beide sauhübsch. Ich dachte, das war der ganze Punkt, dass sie beide sauhübsch sind. Ich könnte dich jederzeit trainieren. Denk drüber nach. Entweder du oder ein anderes Mädchen, aber nicht deine Schwester. Karen reichte mir die Karte und ging. Ich sah Juliet, die mich wütend anschaute. Sie drehte durch. Wie kannst du es wagen? Das war meine Chance zu glänzen und du hast sie mir weggeschnappt. Ich hasse dich. Ja, und halt die 1 Million Dollar. So. Also, ich meine, klar, cool, du bist berühmt, weil du tanzt. Aber 1 Million Dollar?
Hör zu, ich weiß, wie das aussieht, aber ich hätte nicht gedacht, dass das passieren würde. Und sie hat mir gesagt, dass sie dir die Rolle sowieso nicht anbieten würde. Also es ist gut, dass ich sie bekommen habe. Ja, ist schon wahr. Du würdest alles erfinden, um es zu rechtfertigen. Wenn ich die Rolle nicht bekomme, wirst du sie auch nicht haben. Und wenn du sie annimmst, dann wirst du es bereuen. Droh mir nicht so. Wenn du gut wärst, hätte sie mich ja nicht ausgewählt, okay? Ja, es ist... Ich meine, du kannst Blondie hassen, du kannst Blondie mögen, aber sie hat einen Punkt. Sie hat einen Punkt, sie spricht die Wahrheit. Denk mal nach. Ich wusste, wie Juliet sich fühlte, aber das war meine Gelegenheit. Das Geld würde uns allen zugutekommen. Und es war ja nicht so, dass sie die Rolle bekommen hätte. Also kann ich's doch machen. Am nächsten Morgen ging ich zu Karen und unterschrieb den Vertrag. Als Juliet das erfuhr, drehte sie durch. Aber ich wusste, dass ich das Richtige für meine Familie getan habe. Ich habe sie ignoriert. Eine Woche später begannen wir mit den Dreharbeiten und die Arbeit mit Karen war ein Traum. Sie war die Allerliebste. Aber aus irgendeinem Grund war niemand am Set damit einverstanden. Eines Abends, nach einem späten Dreh... Sie war die Allerliebste, aber niemand war einverstanden mit ihr, weil sie die nicht mögen? Oder... Na gut, also die Leute sind Karen-Hasser, außer halt Blondie, die sind Karen-Liebhaber. Fragt man sich, warum? Er unterhielt für uns. Oh mein Schatz, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich komme auch aus einer armen Familie und habe mich hochgearbeitet. Wirklich? Das ist so inspirierend. Ich fühlte mich besonders, weil sie mir das anvertraut hatte. Aber am nächsten Tag, als ich sie traf, ließ sie mich abblitzen. Oh mein Gott, Karen! Und schon bald begann sie, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Sie behandelte mich wie eine Dienerin. Sie war gar nicht lieb! Und ich musste Salat holen. Während sie bei den Dreharbeiten alles kritisierte, ich beschloss, mit ihr zu reden. Aber ich sag euch ehrlich, für $1 Million, es wäre mir so egal. Ich hol dir auch Salat. Kein Ding, gar keine Sorge. Schon bald begannen wir mit den Promotionsinterviews. Und zwar nie ein guter Zeitpunkt. Bei den Interviews stellten mir die Moderatoren eine Reihe von Fragen. Mhm. Aber sie griff immer wieder ein. Also, was lieben sie am meisten? Nun, ich liebe das Tanzen und mich natürlich. Okay. Ja, aber ich habe gesagt, dass meine Eltern, sie sind stolz auf sie. Ich habe dieses arme Mädchen unter meine Fittiche genommen und jetzt werde ich sie zu einem Star machen. Glücklich, oder? Karen ließ mich nichts sagen und am nächsten Tag sprach jeder über ihr großes Herz. Toll. Sei mal nicht so undankbar. Sie gibt dir hier eine Rolle mit 1 Million. Warum vergessen alle die ganze Zeit das Geld? Es ist so viel Geld. Denken die Leute, ich sei ein Wohlfahrtsfall. Denk nicht so viel drüber nach. Natürlich bist du talentiert und jeder mag eine rührselige Geschichte. Ja. Lass dich einfach treiben. Ich versuchte es, aber es wurde immer schlimmer. Alle wollten mehr darüber wissen, wie ich berühmt geworden war. Und sie fingen an, uns zu belästigen. Bist du wirklich arm oder ist das ein Publicity-Gag? Wie ist es, von dem Geld der Tochter zu leben? Nun, es ist mein Geld, also ich fühle mich betrogen. Was zum Teufel machst du da? Ich sage die Wahrheit. Ich helfe den Medien. Oh mein Gott, die Schwester auch noch. Okay, aber bis jetzt. Also ich verstehe, 8 Minuten 25 haben wir bis jetzt geguckt. Von 13 wohlgemerkt. Die Schwester ist gefährlich, okay? Gefährlich noch nicht wirklich. Die Schwester ist ein bisschen neidisch. Ist, was ich sagen würde. Aber wie dem auch sei. Die Schwester ist neidisch. Warum ein Fahrrad? Wird das Fahrrad noch aufgegriffen? Gibt es in dieser Welt die Möglichkeit, sich in Fahrräder zu verwandeln? Ich muss es wissen. Du Betrüger. Ich habe Juliet weggezerrt, okay, bevor sie irgendwas sagen konnte, was alles noch verschlimmerte. Und ein paar Wochen später zogen wir in eine andere Wohnung. Oh, wilde Kameraperspektive. Der Stress so groß, dass ich immer häufiger ins Bett machte. Ich hatte wirklich Warum nicht erwartet, das dass es so schwer werden würde. Ein paar Tage später ging ich mein Drehbuch durch, als ich die Geräusche aus Karens Büro hörte. Erstmal, das ist neu, dass sie so Animationen haben. Also ich habe es schon lange nicht mehr geguckt, aber die sind jetzt richtig so vroom, dynamisch, Kamera. Aber sie ist 18, locker. Sonst dürfte sie ja nicht so viel arbeiten. Oder mindestens 16. Wie? Gibt es da nichts, was du gegen tun kannst, wenn es eine Krankheit ist? Und einen Blick hineinwarf. Sie haben mir doch einen besseren Betrag für die Geschichte versprochen. Oh, wein nicht. Ich habe meine Meinung geändert. Das ist mein letztes Angebot. Oder du weißt, wie ich deine Karriere schnell beenden kann. Aber das ist nicht genug. Sie wissen, wie viel mir die Geschichte bedeutet. Ich stecke tief in Schulden. Nicht mein Problem. Willst du das Geld oder nicht? Das Mädchen ging weinend weg und ich betrat den Raum. Okay. Ha, halt dich da raus. Aber das ist nicht fair. Du kannst ihr nicht einfach die harte Arbeit wegnehmen und sie nicht einmal gut dafür bezahlen. Das ist falsch. Tatsächlich hast du vergessen, was ich mit deiner Schwester gemacht habe. Sie war eine bessere Tänzerin und du hast nicht mal mit der Wimper gezuckt, bevor du ihr den Platz weggenommen hast. Ich dachte, die Schwester war richtig kacke im Tanzen. Karen ist ein kleiner Lügenbold.
Das war etwas anderes. Ah, und du hast dich für dich selber entschieden. Wir beide sind uns ähnlicher, als du denkst. Wenn du das nächste Mal in mein Geschäft rumschnüffelst, solltest du wissen, dass ich dich feuern werde. Das können sie nicht tun. Ich bin das Gesicht der Firma und die Leute würden sie verprügeln, wenn sie ein armes Mädchen feuern. Was ist denn das für eine Tanzrolle, sag mal? Dass du direkt das Gesicht der Firma bist mit einer Audition und du kommst da rein, kannst scheinbar nicht mal so gut tanzen wie deine Schwester, bist genommen und die sind so, okay, du bist nun unser Star. Du kriegst 1 Million Euro, du kriegst 1000-fach Fame und Glück und Anerkennung. Und du bist das Gesicht der Firma, übrigens. Kein Ding. Darling, jeder ist ersetzbar. Frag deine Schwester. Karens Worte trafen mich wie eine heiße Ohrfeige. Zum ersten Mal dachte ich daran, wie unfair ich Juliet gegenüber gewesen war. Ich musste es wieder gut machen und begann damit, den Medien einen anonymen Hinweis darauf zu geben, wie Karen ihre Mitarbeiter ausbeutete. Oh. Die Nachricht schlug ein wie ein Vulkan. Und Karen feuerte mich auf der Stelle. Aber das war mir egal. Alles, was ich wollte, war, die Dinge richtig zu stellen. Wirklich? Aber Juliet ignorierte mich immer noch und ich konnte es ihr nicht verdenken. Eines Morgens ging ich in ihr Zimmer, um zu reden, aber sie war nicht da. Und Sekunden später hörte ich Mom schreien. Was? Was ist passiert? Mom zeigte auf den Fernseher, wo Karen mit Juliet stand. Oh mein Gott, was? Und sie als Vertretung bezeichnete. Was? Ich war geschockt, als ich Juliet sah. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich die letzte Person, der du vertrauen willst. Aber die Arbeit mit Karen wird dich zerstören. Sie benutzt dich, um dir eine Lektion zu erteilen. Von mir aus. Du brauchst wirklich ein paar Lektionen. Du bist nicht die einzige Tänzerin auf der Welt und ich bin viel talentierter, verdammt. Wenn die Leute dein kleines Geheimnis wüssten, hättest du es nicht so weit gebracht. Und jetzt hör auf, mich zu nerven, sonst erzähle ich es der Presse. Diese Branche lebt von Klatsch und Tratsch. Sicher, die Leute werden ein paar Tage lang über mich reden und was dann? Sie werden es vergessen. Aber die Arbeit mit Karen wird dich unglücklich machen. Tu das nicht. Die hat da 3 Wochen gearbeitet oder so. Oh mein Gott. Warum? Vor allem sie hat ja... Ich verstehe es nicht. Also, nee. Nee. Muss ich sagen, bin ich dagegen. Nach wie vor warte ich auf den Part mit dem Fahrrad. Okay? Ich werde alles tun, was ich will. Fahrrad. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ich muss mein Flugzeug erwischen. Trotz unserer Bitten ging sie weg und wir hörten wochenlang nichts von ihr. Langsam fing ich wieder an zu lernen und ich schaffte es, mein Abitur zu machen. Aber uns ging das Geld aus und wir brauchten etwas, um uns über Wasser zu halten. Ich beschloss, mich mir Filmrollen zu bewerben. Ein paar Tage später rief mich eine der Drehbuchautorinnen von Karen an und sagte, sie hätte eine Rolle für mich. Der Film lief gut und ich bekam mehrere Angebote. Langsam kam das Geld ins Rollen und wir zogen in eine bessere Wohnung. Ich hatte sogar genug gespart, um eine Schreibschule zu besuchen und alles lief gut. Bis auf die Tatsache, dass ich immer noch an Juliet denken musste. Und dann, eines Tages, als ich zur Arbeit ging, kam Mom rein. Juliet ist in einem Gefängnis. Was? Was? Mom erzählte mir, dass Juliet in einem Veruntreuungsskandal mit Karen verwickelt war. Was für ein Plot-Twist. Oh mein Gott. Was für ein Plot-Twist. Ich dachte schon, okay, wann ist denn die Schwester gefährlich? Bam! 1 Minute vor Ende. Zack! Die Schwester ist im Gefängnis. Wow. Ich bin so überrascht. Sind ihr so überrascht? Wir waren sofort beim Polizeirevier, um Juliet mit einer Kaution rauszuholen. Okay. Es gibt so viel, was ich dir sagen muss, aber ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Was ist passiert, Ach, Juliet? Mit Entschuldigung oder Danke? Es tut mir wirklich leid. Ich war geblendet vor all dem Glamour und der Chance, besser zu sein als du. Karen hat mich genauso behandelt, wie du gesagt hast. Und... sie wird sich einfach nur Anwälte besorgen, die sie aus dem Schlamassel befreien, aber ich stecke da drin. Ich bin unschuldig. Ich habe versucht, dir zu sagen, dass sie eine Hexe ist und ich glaube dir. Meinst du, du kannst mir verzeihen? Ich werde nie wieder das Wort Windel erwähnen. Halt die Klappe, es geht mir schon besser und es könnte einige Zeit dauern, die Dinge in Ordnung zu bringen, aber ich wäre wirklich froh, wenn du nach Hause kommst. Das war's? Okay. Okay, erstmal. Na, ihr wisst, was ich sagen will. Warum? Ich dachte, sie wird ein Fahrrad. Warum wird sie denn kein Fahrrad?